Hallo Leute, ja, ich habe Schlüssel diesmal. Ja, damit wir nicht wieder irgendwo hin zurückfahren müssen. Wie gestern. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Anerkennung. Ne? Meine Eltern sind schon da. Eigentlich gesagt, meine komplette Familie ist schon da. Wir sind mal wieder spät dran. Ich? Doch, die sind schon da. Ja. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn wir wieder da sind, ne? Manchmal filme ich nicht. Hallo, Artikel 13. Boah, aua! Mann! Ich hätte nicht anfangen sollen zu filmen. Du bist immer so scheiße direkt zu mir wieder. Wir spielen doch hart gut. Ja, ja, wir spielen immer nur dann, wenn du spielen willst. Wenn ich das mache. Ja, so macht er immer. Ey. Hallo! Wie sind wir bei Joschen? Ha? Wie sind wir bei Joschen? Locker! Alles gut? Hallo. Oh, ein Einhorn? Sehr gut, sehr gut. Ja.
Hallo. Oh, ich liebe diese Schoko-Erdbeeren, Freunde. Das ist mein Leben. So. Oh, ich sehe es. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich habe gerade meine Schoko-Erdbeeren gegessen. Endlich nach Hause. Weh. Hättest du dir vernünftige Schuhe angezogen? Ja, weiß ich ja nicht, dass die so weh tun. Als ich die das letzte Mal anhatte, haben die noch nicht so viel getan. Ich habe auf jeden Fall Schoko-Erdbeeren gegessen und möchte noch mehr. Pommes ist nichts für mich. Das waren zu wenige. Nichts für mich ist Pommes. Ist alles viel zu laut, viel zu stressig. Morgen gehe ich auf jeden Fall wieder zu Anna Kürbis. Oh, es regnet. Ja. Ich gehe auf jeden Fall morgen auch wieder auf die Kirmes. Richtig. Mal gucken, ich denke mal, ich nehme euch wieder mit. Weil dann. Juhu, voller Tropfen. Mich nimmt mir weil ich denke, dass im Dunkeln sieht das alles nochmal cooler aus. Und da werde ich mir dann das dritte Mal Schoko-Erdbeeren holen. Fortnite sieht im Dunkeln auch besser aus. Das steht fest, Freunde. Dann siehst du, das steht fest. Ich habe schon 7 Euro ausgegeben für Erdbeeren und Schokolade. Ja, und du sagst mir, du meckerst mich an, wenn ich Geld in Fortnite ausgebe. Ja, das ist was zu essen. Ja, und das ist Fortnite. Ja. Guck mal, ich bin so süß und habe Nicole sogar ein Einhorn-Lebkuchen-Ding ins Geschenk. Wisst ihr, was ich letztes Jahr bekommen habe? Ein so Stinker drauf steht mit einem Esel. Einhorn ist auch ein Esel. Ich möchte auch mal ein süßes Ich-liebe-dich-Lebkuchen-Herz oder so bekommen. Aber das kriege ich nicht. Irgendwann mal. Das ist genauso wie mein Maiherz, Freunde. Nee, Maiherz habe ich von Anfang gesagt, dass ich Lebkuchen nein. Brauche. Wer hat letztens gesagt, boah, irgendwann kaufe ich dir einfach eins, weil du mich damit die ganze Zeit nervst. Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ich mag diese deutsche Tradition nicht. Halt die Klappe. Halt du die Klappe. Wir gehen jetzt nach Hause, ich bin kaputt. Meine Füße tun weh. Was essen wir heute Abend? Weiß ich nicht. Döner? Nee. Ja. Du könntest so noch was kochen zur Abwechslung. Tu nicht so, als würde ich nie kochen. Ja, das würde ich auch nicht gesagt. So, aber zur Abwechslung mal. Ey! Freunde, Diskussion, deswegen mache ich die Kamera jetzt aus hier. Ganz kurze Story. Oh ne, wir müssen uns so hinstellen wegen dem Licht. Ja, perfekt. Moment, da kommen Leute. So. Und zwar haben wir uns gerade eben diese Erdbeeren gegönnt, ne? Und vor ihr stand so ein Mädchen. Die hatte aber schon so ein. Kokosnuss war doch nebenan. So weiter rechts. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall standen wir da, ne? Wollten wir uns die Erdbeeren holen. Und vor ihr stand ein Mädchen. Und sie hat das nicht gesehen, ne? Weil die da ihre Kokosnuss am Essen war. Aber die wollte scheinbar auch was bestellen. Und die bestellt einfach. Und ich, keine Ahnung, weil ich einfach egoistisch bin. Ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall bestellt, ist weggegangen. Die steht hinter mir und dieses Mädchen fragt mich halt einfach, was ich möchte. Ja, und dann habe ich auch bestellt. So, und die tritt wieder schon so einen Schritt nach vorne und die hinter mir bestellt einfach auch vorher. Die haben mich gerade eben so weggeschmissen. Das war einfach zu lustig, ohne Scheiß. Die stand da und nach ihr war dann noch irgendwer und dann kam sie erst dran. Wo ich mir so denke, sag doch einfach was so von wegen, ja, ich war aber dran oder so. Nein, die steht da und ist einfach ganz gemütlich ihre Kokosnuss. Entweder war sie sehr sozial veranlagt, dass sie denkt, okay, ich habe Zeit. Die anderen Leute haben vielleicht eilig. Ich lasse mal vor. So, wir waren jetzt sogar noch bei McDonald's, weil ich voll Lust hatte auf einen Smoothie. Leider gab es aber meinen Ananas-Mango nicht mehr, deswegen habe ich mir jetzt einen anderen mal gegönnt. Und es gibt Gläser, deswegen habe ich mir ein Menü geholt. War nicht geplant, aber ich wollte ein McDonald's-Glas haben, deswegen. Ja, Mann. So, jetzt wird gefressen hier. Was wir den Bauch tun, mach mal. Putschige Kater. Putschi Kater. Putschi Schan. Oi, du. Oh. Oh. Oh.
Du bist eine Süßka. Du bist meine Süßka. Du meine Süßka. Ja, du meine Süßka. Man kann sagen, was man will, ne? Aber das ist eindeutig besser als Rosé in Flammen.